brutalste Foul der Bundesliga-Geschichte. Es ist die 18. Spielminute. Ewald Lien, der damalige Linksaußen von Arminia Bielefeld, sprintet am Bremer Norbert Siegmann vorbei. Dann ereignet sich im Weserstadion die Katastrophe. Siegmann trifft mit ausgestreckten Beinen und seinen Stollen Ewald Liens Oberschenkel. Das brutalste Foul der Bundesliga ereignete sich somit. Die Fernsehbilder übertragen das Unglück. Die Aufnahmen zeigen Ewald Liens Oberschenkel von innen. Eine 25 cm lange Fleischwunde hat zur Folge, dass sein Oberschenkel-Innenraum und die weiße Muskelhülle sichtbar werden. Trotz der Verletzung an seinem Oberschenkel rannte Lien zum damaligen Bremer Trainer Otto Rehhagel und wollte diesen zur Rechenschaft ziehen. Er warf ihm vor, Siegmann aufgestachelt zu haben. Er schrie ihn an mit den Worten: "Du hast ihm doch gesagt, dass er mich umtreten soll." Selbst nachdem Lien versorgt wurde, war er noch wütend auf seinen Gegner. Als ob das nicht schon genug wäre, sorgte der Schiedsrichter Medardos Luca auch noch für einen Skandal. Er zeigte Siegmann für dieses brutale Foul nur eine gelbe Karte. Lien drohte Siegmann mit einer geballten Faust, während er auf einer Liege weggetragen wurde. Der verletzte Ewald Lien musste im Krankenhaus mit 23 Stichen genäht werden. Da sagte er, Zitat: "Ein paar Minuten vor diesem Foul habe ich deutlich gehört, wie Rehhagel seinen Verteidiger Siegmann aufforderte: Jetzt pack ihn dir endlich." Otto Rehhagel wurde vom DFB-Sportgericht freigesprochen. Ewald Lien leitete ein Strafverfahren vor der Bremer Staatsanwaltschaft ein. Die Klage lautete: vorsätzliche gefährliche Körperverletzung. Diese lehnten das Strafverfahren allerdings ab mit der Begründung, das DFB-Gericht wäre in diesem Fall sachkundiger. Schließlich landete der Fall beim Generalstaatsanwalt in Bremen. Letztendlich hat es aber nichts gebracht, kein Verfahren wurde akzeptiert. Allerdings gab es da ja noch natürlich ein Rückspiel. Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Otto Rehhagel ließ Siegmann vorsorglich zu Hause. Der Grund? Gegen den Verteidiger gab es Morddrohungen. Aber das war noch nicht alles. Rehhagel, der auch Morddrohungen bekam, saß mit einer Bleiweste auf der Bank, während er vom SEK, also Sondereinsatzkommando, beschützt wurde. Statt 100 Polizisten wie gewöhnlich, wurden diesmal 400 Polizisten eingesetzt. Allerdings wurden die Spieler darauf eingestellt, möglichst ruhig zu spielen. Rehhagel forderte seine Spieler auf, sich zu entschuldigen, selbst wenn sie nur unabsichtlich auf die Füße der Gegner treten. Am Ende gewannen die Bremer 2:0. 2012, also 31 Jahre nach dem brutalsten Foul der Bundesliga, trafen die beiden sich persönlich und versöhnten sich. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da, und um kein Video mehr zu verpassen, aktiviert auch die Glocke. Ansonsten bleibt gesund in der Corona-Zeit und wir wünschen euch was. Ciao!